Heute mache ich meinen zweiten Tauchgang in diesem Jahr. Mein Name ist Bernd und Sascha ist wieder mit dabei. Wir sind im Streitköpfle und Sascha will heute etwas Kompasstauchen üben. Ich habe noch die GoPro 4 montiert, um zu sehen, wie der Unterschied zu erkennen im Gehäuse ist. Der Kompass ist auf das gegenüberliegende Ufer eingestellt. Auch sonst ist alles in Ordnung und los geht's. Auf dem Weg begegnet uns dieser Schuppenkarpfen. Und weiter geht es, immer dem Kompass nach. In fast genau 5 Meter Tiefe war diese Nebelschicht. Nach einer Viertelstunde haben wir das gegenüberliegende Ufer erreicht. Wir tauchen kurz auf für eine kleine Lagebesprechung. So kann Sascha erkennen, dass er ein klein wenig vom Kurs abgekommen ist. Jetzt wollen wir mit dem Ufer an unserer rechten Seite zurück zum Einstiegspunkt. Dann begegnen wir diesen Riesenkaulquappen, die mit Schwanz über 20 cm lang sind. Und immer wieder Riesenkaulquappen.
wie Hühner auf einer Stange. Oder Vögel auf einem Baum. Hier mal ein direkter Vergleich zwischen der Canon HF100 und der GoPro 4. Jetzt sind wir schon über eine Stunde im Wasser. So langsam erreichen wir den Einstiegspunkt. Das war's für heute. Damit ihr auch weiterhin nichts verpasst, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.